Liebe Genossinnen und Genossen. Toll, dass Sie eine Bäckerei haben. Und ich hoffe, dass wir mit dem, was jetzt beschlossen ist und dem, was wir jetzt morgen auf den Weg bringen werden, auch die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass Sie mit den furchtbar hohen Energiepreisen umgehen können. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ja. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ein Gasofen umgestellt. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Heute kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz. Döner, 8 Euro! 8 Euro Döner! You'll never walk alone. Ich wusste gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Ich kann das nicht verstehen. Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Dem Wohle des deutschen Volkes. Ich schwöre es. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin.